Meine Top 3 Bücher, um mit Immobilien erfolgreich zu werden. Ich habe jetzt mich mal für 3 entschieden. Ich habe natürlich noch eine längere Liste. Vielleicht haue ich mal meine Buchliste noch in die Beschreibung rein. Aber ich habe jetzt mal 3 Bücher rausgesucht, auf die ich jetzt hier eingehen werde. Welche 3 die wichtigsten sind, meiner Meinung nach? Ihr kennt das bestimmt von vielen Buchempfehlungen. Ihr kriegt ein Buch empfohlen, lest das, fragt euch hinterher, was habe ich eigentlich daraus gelernt. Das ist bei einem Roman oder so was anderes, aber hier geht es jetzt wirklich um Sachen lernen. Ich gehe auf jedes einzelne Buch ein, sag euch, was mir das Buch persönlich weitergeholfen hat und warum ich es empfehle, euch auch zu lesen. Das erste Thema ist, du bist immobilienaffin, hast dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, dann kommt ein guter Deal auf den Markt. Das Problem, Hauptproblem und der Endgegner eines guten Deals ist folgendes. Ist es ein geiler Deal, dann will ihn jeder. Und wenn ihn jeder will, dann gibt es ihn nur einmal. Du kannst nicht ein Angebot hier im Supermarkt, heute Pizza 1 Euro, ja. Dann kannst du hingehen, kaufst dir ein paar Pizzen, gehst wieder, kann jeder hin. Aber gibt es eine Wohnung für 1 Euro oder symbolisch 1 Euro, dann gibt es die nur einmal. Und dann ist die Frage, warum soll der Makler, der Eigentümer oder der Verkäufer dir die Wohnung geben? Genau dir. Und du willst die doch haben. Deswegen musst du wissen, wie man Freunde gewinnt. Das ist das erste Buch, was ich dir empfehlen kann. Beliebtheit und Ansehen steigern, besserer Redner und Gesellschafter werden, überzeugen und mitreißen. Das heißt, wenn du die Grundregeln von diesem Buch befolgst, steigerst du deine Erfolgswahrscheinlichkeiten, den Immobiliendeal zu machen, enorm im Vergleich zu all den anderen, die auch noch da sind bei der Besichtigung, die den Objektdeal prüfen und so weiter. Deswegen sehr wichtiges Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte, strukturiert durchlesen. Ich habe mir immer einen Textmarker mitgenommen, habe Passagen markiert. Das ist ein Buch, das liest du einmal intensiv durch, beschäftigst dich sehr intensiv mit dem Thema, schön mit Textmarker die wichtigen für dich Passagen markieren, rausschreiben, um dann wieder beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal lesen, darauf zurückzugreifen und nicht nochmal alles lesen zu müssen. Dann kannst du relativ einfach und schnell deine Gedanken von damals wieder aufgreifen, die wichtigsten Punkte rausziehen, sodass du auch immer im Unterbewusstsein noch on track bist. Ich erinnere mich gerade selber dran, das sollte ich mal wieder durchlesen, lege ich mir heute Abend neben das Bett. In dem Buch stehen Tipps, die in der Praxis umgesetzt werden müssen, damit es wirkt. Das ist nicht einfach, man liest es und dann ist es so, sondern das sind Sachen und auch wirklich Handlungsempfehlungen drin, denen du Folge leisten kannst. Zusammenfassend kann man sagen, dass du erstens besser kommunizieren kannst und zweitens sympathischer wirkst und somit besser an dein Ziel kommst. Nummer 2, Total Recall von Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger ist für mich einer der erfolgreichsten Unternehmer, den es überhaupt gibt, weil er hat es geschafft, in verschiedensten Lebensbereichen erfolgreich zu werden. Schauspiel, Politik, Immobilien, das wissen die meisten gar nicht. Der Arnold war durch Immobilien Millionär. Also der Arnold hat es geschafft, durch seine ersten Immobiliendeals Millionär zu werden, hat ein Mehrfamilienhaus gekauft, steht alles in dem Buch beschrieben, wie das abgelaufen ist damals, hat ein Mehrfamilienhaus gekauft, hat in der Owners Unit gewohnt, die Mieter haben all seine Kosten getragen und er hat kostenlos gewohnt. Irgendwann hat er es dann mit einem ordentlichen Gewinn verkauft und hat sich so immer durchgetradet, hat ein paar Mal auch ins Klo gegriffen mit Immobilieninvestments, weil es sollte ein Flughafen gebaut werden in einer gewissen Lage in Los Angeles, der dann aber woanders gebaut wurde und er hat Grundstücke da gekauft. Das heißt, Spekulation kann auch mal nach hinten losgehen, hat ihm jetzt nichts Genick gebrochen, so wie es ihm geht mittlerweile finanziell, aber wenn das der erste und einzige Deal ist, dann sicherlich painful. Und in dem Buch habe ich extrem viele Mehrwerte auch mitnehmen können, so Verhaltensmuster konnte man lernen und wie der halt vorgegangen ist in verschiedensten schwierigen Lebenssituationen, die man halt jetzt so, wenn man den Terminator anschaut, im Fernsehen gar nicht sieht. Da gibt es halt viel, viel tiefgründigere Hintergründe, wo man verstehen kann und muss, wie kann man in solchen komplexen Situationen handeln, um am Ende als Gewinner dazustehen. Das Buch Wie man Freunde gewinnt ist ein Buch zur aktiven Handlungsempfehlung. Das Buch von Arnold Schwarzenegger ist dafür da, um dein Unterbewusstsein, dein Navigationssystem zu programmieren, dass du am richtigen Ziel ankommst. Das dritte Buch, was ich dir empfehlen möchte, hat nicht in erster Linie was mit Immobilien zu tun. Aber warum ich das empfehle, ich kenne einen Netzwerker, der ist sehr, 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 sehr erfolgreich in dem, was er tut, hat ein richtig krasses Netzwerk, also unglaublich wirklich. Der kennt jeden Unternehmer, den man sich so vorstellen kann, per Du und was weiß ich wie intensiv. Und der hat zu mir gesagt, Fabian,
lese einfach jede Biografie von jedem richtig krassen Unternehmer, wo es eine gibt. Und ich habe viele gelesen und das ist eine davon, also die eine, wo ich sage, die muss man auf jeden Fall auch lesen, auch wenn sie nichts mit Immobilien zu tun hat. Shoe Dog von Nike. Oder heißt es Nike? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall die Sportschuhe, jeder kennt sie. Am Anfang als Retailer sind die aktiv gewesen für eine japanische Brand und irgendwann selbst haben sie dann ihre eigenen Marken gemacht. Das waren so mit die Platzhirsche in China, wo sie als erstes dort produziert haben auch, als Lohnherstellung und so weiter. Ist da alles im Detail beschrieben und da gibt es auch so krasse Insider, wo niemand auf dem Schirm hat, was da für Hürden als Unternehmer auf dich zukommen. Das ist unglaublich. Irgendwann hat der Kollege angefangen, der Gründer, wieder zu arbeiten, irgendwo anders, damit er mit dem Gehalt, was er verdient, seine Mitarbeiter bezahlen kann. Weil er war wirklich kurz vorm Aus, hat dann irgendwo gearbeitet, hat mit dem Gehalt, was er woanders hergeholt hat, seine Leute bezahlt, damit der Laden weiterläuft. Und die Jungs im Office, die waren jetzt alle, und die Designer und so, die waren gar nicht sportlich. Die hatten halt einfach nur Bock auf bequeme Sportschuhe und so kam das dann zustande. Und man denkt so, ey geil, das sind bestimmt so Profisportler gewesen, die aus ihrem Produkt die Leidenschaft entwickelt haben, Schuhe zu verkaufen. Aber das war halt gar nicht so. Die haben halt einfach die chilligen Schuhe gemacht für sich und dann irgendwann die Sportler als Brand Ambassadors reingeholt. Und dann ging es halt ab. Ja. Und das sagt auch wieder aus, Analogie zum Immobiliengeschäft, die Immobilie, die du kaufst und vermietest, die muss ja nicht dir gefallen, die muss sich nur rechnen. Und genau das Gleiche bei denen auch. Die haben auch nicht ihr Produkt genutzt, professionell, sondern einfach nur hobbymäßig und sind dann wirklich vom Retailer, von der fremden Marke zur eigenen Produktion über Weltreisen gekommen. Damals, das war so krass, wie die rumgereist sind um die Welt in jungen Jahren. Das war ganz unüblich, dass man halt mal nach Japan kommt, nach China kommt und so weiter in den damaligen Zeiten. Und Reisen hat einfach so krass gebildet ihn, dass man einfach echt die Welt sehen muss. Also ich bin auch der Meinung, Reisen nach dem Lesen, das hat sich dann mein Mindset bestätigt. Ich bin eh immer viel unterwegs und gerne unterwegs. Wenn man viel unterwegs ist, lernt man so viele Sachen und Eindrücke und nimmt unterbewusst Dinge wahr, die kann man einfach nicht lernen. Man muss einfach unterwegs sein, man muss es fühlen und dann läuft's. Dann hat man ganz andere Wahrnehmung von der Welt, wie sie funktioniert. Und dementsprechend die drei Bücher, ganz klare Leseempfehlungen. Ich klatsche die komplette Liste auch in das Video mit drunter. Aber die drei sind meine All-Time-Highs. Hättest du erwartet, dass ich dir die drei Bücher hier auf den Tisch lege oder hast du andere Bücher erwartet? Und vor allem, was mich auch brennend interessiert, was sind deine Top 3 Buchempfehlungen und warum?